Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich mal wieder ein Produkt von Gearbest vorstelle, denn ich habe etwas Kleines von Gearbest geschickt gekriegt und ich freue mich richtig drüber. Ich bin ja schon so ein bisschen 3D-Drucker-fanatisch, muss ich gestehen. Ich mag 3D-Drucker sehr gern. Ich habe ja früher, vor 6, 7 Jahren, damals den ersten 3D-Drucker aufgebaut, selber diesen Reprap Pro aus England direkt als Bausatz gekauft und seitdem habe ich immer so eine leichte Affinität zu 3D-Druckern und Gearbest hat mir kostenlos diesen 3D-Printer Jgaurora, also Jegoraura, Jeguara, wie man immer den auch ausspricht, geschickt und der Aufbau, den habe ich jetzt mal im Expressdurchlauf, den könnt ihr euch jetzt mal im Expressdurchlauf anschauen. Der Aufbau war nämlich wirklich einfach. Man musste ausschließlich den Grundrahmen hinstellen und dann dieses Elektronikteil mit der Platte reinheben und man konnte es dann ziemlich einfach anschrauben, das Ganze problemlos. Im Übrigen ist die Platte, die Glasplatte obendrauf ganz, ganz besonders toll und stabil, wie man erkennen kann im Video. Die hat nämlich keinen Sprung und nichts. Die hat es komplett überlebt, meine Ungeschicktheit. Und ansonsten habe ich den Drucker dann einfach zusammengeschraubt. Unten 4 Schrauben für das Grundgestell. Hinten nochmal 3 Schrauben für den Filamenthalter. Und das war es dann auch schon. Auf der Seite waren noch 3 Kabel, die man einstecken konnte. Und dann habe ich das Ding an die 230 Volt gesteckt. Und er hat sofort funktioniert. Also der Aufbau war unglaublich problemlos. Der Drucker selber hat ein paar coole Features, da gehe ich jetzt mal ganz schnell drauf ein. Der hat hier vorne, also der hat irgendwie 30 x 30 cm Druckfläche. Das ist enorm, das ist ungefähr doppelt so viel, wie ich bisher bei meinem Drucker habe. Wenn nicht noch sogar über doppelt so viel. Und der hat hier so eine spezielle Beschichtung drauf. Die machen Werbung, dass man hört, das ist so komisch rau. Die machen Werbung damit, dass man da dann die Bauteile, wenn man sie gedruckt hat, sehr, sehr leicht runterkriegt. Ich hatte auch schon so ein bisschen Angst, weil ich immer wegen meiner beheizten Heizplatte und so rumjammere. Das Ding hat eine beheizte Heizplatte. Hier hinten ist der Anschluss für die Heizung. Also das Ding ist beheizt. Er ist unglaublich hoch. Wie gesagt, 30 x 30 Druckbereich. Er funktioniert jetzt aktuell über USB. Ich habe mit USB am Laptop verbunden. Das heißt, die Beleuchtung von dem hier vorne, wie man erkennen kann, der hat hier ein Display. Also man kann ihn hier mit Touch und so bedienen. Das ist ganz, ganz toll. Er hat hinten einen 230 Volt Anschluss. Und wenn man den einsteckt und einschaltet, dann läuft er eigentlich los. Der hat also ein integriertes Netzteil und alles. Der Drucker hat auch noch ein paar andere Features. Also, sie werben eben mit dieser Black Diamond Plattform, wo man da quasi diese Teile runterkriegt ohne Spachtel und einfach. Extreme Accuracy, also er soll sehr genau sein, da werden wir mal schauen, wie genau er ist. Power Failure Protection und HD Touchscreen. Also, Touchscreen habe ich schon probiert, das funktioniert einwandfrei. Also, ist ein resistiver Touch natürlich, aber er funktioniert wirklich, wirklich einwandfrei. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich Strom drauf gebe, die X-Achse heimschicken oder die Y-Achse home schicken. Es funktioniert alles wirklich toll und einwandfrei auf diesem Touchscreen. Ich bin momentan so ein bisschen unschlüssig, ob ich den auseinanderschrauben soll, denn er ist wirklich total schön und toll zusammengebaut. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ich ihn. Jetzt geht der Lüfter an vom Extruder. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ich ihn auseinanderschrauben soll, dann mache ich nochmal ein separates Video dazu. Ich bewege den jetzt mal nach vorne, Y. 1 mm, 10 mm, geht auch mehr, ne. Also man kann ihn ganz, ganz toll auch mit diesem Touch bedienen. Ich schalte ihn jetzt mal wieder aus. Und wir gehen jetzt mal hier auf die Software und auf den USB-Stick drauf ein. Denn es ist ein Original SanDisk USB-Stick dabei. Das schockiert mich ein bisschen. Also richtig so mit FCC, CE-Zeichen, 8 GB. Im Homepage, glaube ich, steht 16, aber ist ja egal. 8, 16, wie viel auch immer, spielt da ja keine Rolle. Auf dem Stick sind zum Beispiel so Bilder drauf wie das hier. Das wäre quasi die Aufbauanleitung, mit der man quasi sieht, hier kommen M4-Schrauben rein und auf der Seite kommen M3-Schrauben rein. Dann ist noch ein kleines Video drauf. Das ist sehr unspektakulär. Das ist quasi nur die Animation, wie das hier reingehoben wird. Also da hat man jetzt nicht großartig was Tolles, das man da verpasst, wenn man es nicht anguckt. Hier sieht man den Drucker nochmal. Hier ist auch nochmal ein bisschen was beschrieben über den Drucker. Man sieht hier Nozzeldurchmesser 0,4 mm. Es ist sogar eine Ersatzdüse mit dabei, finde ich total genial. Es sind Ersatzklammern dabei, hier für die Glasplatte. Es sind ein Haufen Teile dabei und es ist auch schon Filament dabei in Gelb.
PLA 1,75 mm gelb. Finde ich toll. 0,25 Kilogramm. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Details. 2,8 Zoll Touchdisplay. Bildsize 30x30x32 cm. Das ist wirklich, wirklich enorm. Und halt ja, das Übliche, was man halt dann so sieht und angibt in diesen Dingen, die wahrscheinlich eh nicht stimmen. 13,8 Kilo und das Ding selber ist echt riesig. Also der Karton war enorm. Dachte so, was kommt da jetzt für ein Teil an? Also der Karton war enorm, er war extrem schwer. Und der Drucker an sich ist extrem wertig. Also der ist einerseits unglaublich schwer, den kriegt man allein kaum hochkommen. Was aber bedeutet, er ist wirklich wertig. Man hat hier überall rund um Metall. Ist ein kompletter Metallrahmen geschweißt und der ist sehr, sehr, sehr stabil. Also auch der Unterbau ist aus Metall, der Rahmen ist aus Metall, hier die Achsführung, alles Metall. Also hat schon was, das Teil. Ich meine, 3D-Drucker für, keine Ahnung, 300 irgendwas Euro aus China, das ist schon viel Geld für einen 3D-Drucker aus China. Deswegen, man merkt halt auch, dass er das auch wert ist. Hier sind nochmal Explosionszeichen, wo man alles schön erkennen kann. Hier auch nochmal so ein paar Details, Touchdisplay beschrieben, wie man jetzt das Filament einspannt, alles hier beschrieben. Ganz, ganz schön. Und wir gucken weiter. Es gibt hoffentlich auch noch ein Software dazu. Es gibt den Cura dazu und JG Create. Keine Ahnung, was das ist. Wir kämpfen uns jetzt mal schnell durch Cura durch. Wir haben hier eine Beschreibung, wie wir das Ding bedienen und einstellen müssen. Also da haben wir zum Glück wirklich alles beschrieben. Custom mit Screenshots. Wäre gut, wenn wir noch reinziehen würden. A5 heißt das Ganze. 305 mal 305 mal 320, glaube ich, Millimeter und eine 0,4er Nozzle. Und wir haben ein Heizbett. Wir haben hier auch schon einen kleinen Roboter drin. Den, glaube ich, probieren wir jetzt einfach mal gleich zu drucken. 44 Minuten. Dazu müssen wir aber zuerst, also ich gehe mal hier noch weiter durch die Schritte, besser ist das. Dazu müssen wir jetzt aber erst noch gucken, ob wir noch was ändern müssen. Configuration File, Open Profile, File, Open Profile. Die liefern uns sogar praktischerweise eine komplette INI-Datei mit, wo alle Einstellungen schon drin sind. Von dem her ganz, ganz praktisch. Und dann noch After Import Printer Settings, All Data will change to your printer. Und das war's auch schon. Auf Cura mag ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil ich meine, Cura, ja, kennt man oder kennt man nicht. Das ist einer der Slicer, wie man es halt gewohnt ist. Und jetzt gehen wir mal genauer auf den Drucker drauf ein. Also wir quälen uns jetzt mal durch die Touchscreen-Bedienung. Man sieht, das Bett heizt 26 Grad von 50, 28 von 50. Es heizt relativ schnell sogar. Extruder ist auch schon auf 80 Grad. Ich habe auch gesehen, dass es hier eine Funktion gibt zum Filament einspannen. Die werden wir jetzt gleich mal versuchen, ob wir die testen können. Und zwar gibt es die Extrude-Funktion. Da kann man quasi von Hand extrudieren, ein- und aus extrudieren. Aber es gibt bei Set einen Filament-Change. Jetzt zieht er das Filament auch schon ein, wie man unschwer hören kann. So, jetzt ist er angekommen. Puh. Okay, da kennt er nichts. Am Ende gibt er Vollgas, egal ob er angekommen ist oder nicht. Oh, den G-Code habe ich jetzt mal auf den USB-Stick kopiert. Ich bin so ein bisschen Freund vom USB-Stick. Ich mag das Zeug eigentlich nicht direkt vom PC ausdrucken, da bin ich nicht so motiviert. Man sieht jetzt hier Ultimaker Robot, man kann hier durch das File durchfahren und jetzt auf Confirm gehen. Und jetzt legt er auch schon los mit dem Druck. So, mein Resümee zu dem Drucker. Ich würde wahnsinnig gern ein bisschen schimpfen. Ich habe es im Livestream schon gesagt, ich würde gern drüber fluchen und mich drüber aufregen, wie schlecht er ist, weil man dann einfach viel mehr Klicks kriegt, wenn man sich über Dinge aufregt. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also man hat es im letzten Livestream gesehen und man merkt es auch hier, dieser Platz, wo der Drucker jetzt gerade steht, war der Platz von meinem alten Repra Pro. Und ich habe den alten Repra Pro jetzt weggestellt und habe Platz gemacht für den Drucker, denn er hat eigentlich, also es gibt nichts, wo ich mich drüber beschweren könnte. Er hat ein wirklich tolles Druckbett mit dieser Oberfläche, das hält wirklich gut. Man muss abputzen, also es muss fettfrei sein und so, sonst
kann es schon mal passieren, dass einem das Bauteil runterfällt, während er druckt, dass es dann quasi am Extruder mitzieht, was eher uncool ist. Man muss einfach richtig schön abputzen, Isopropanol oder sowas in der Richtung, dann geht es ganz gut. Das Druckbett mit 30x30 Druckfläche ist enorm riesig. Das Ding ist wirklich riesig. Und es ist beheizt, es ist komplett beheizt, was total genial ist. Weil zwei riesen Vorteile schon mal. Also erstens diese Oberfläche, zweitens ist es beheizt. Dann der Extruder funktioniert einwandfrei. Er hat eine Filamentüberwachung. Ich habe das getestet, das funktioniert. Wenn das Filament leer geht, fährt er hoch und fährt zur Seite rüber. Und dann kann man wieder Filament einlegen. Also er piepst, das ist vielleicht ein negativer Punkt. Er piepst dann unerträglich laut und auch nicht mehr aufhörend. Und dann legt man wieder neues Filament ein, drückt auf Weiter und zieht er sich das ein und druckt an der Stelle wieder weiter. Wenn das natürlich am Rand irgendwo passiert, kann man schon sehen, dass da ein Problem gibt, aber ich meine, er druckt weiter. Wenn man jetzt 2-3 Tage lang an einem Modell druckt, wenn man jetzt 2-3 Tage lang ein Modell druckt und das Filament geht aus und es ist einfach aus und verloren und er drückt gar nicht weiter, dann hat man halt ein Problem und so druckt er wenigstens weiter. Er hat hier oben 2 Lüfter, habe ich erst neulich gesehen, ich habe das gar nicht gewusst. Der hat quasi eine Kühlung für den Extruder, das heißt, der hat einen Radiallüfter drin, nochmal separat, mit einer kleinen Düse unten, die auf das Druckteil drauf geht, wo quasi dann, wenn man jetzt irgendwas Überhängendes druckt und so, damit das entsprechend total super abgekühlt wird, schnell abgekühlt wird. Das habe ich mal bei meinem Repra Pro damals selber gebaut, mit einem kleinen PC-Lüfter und sowas. Über die Genauigkeit kann ich mich nicht auslassen. Ich habe den nicht optimiert und sonst was. Von dem her bin ich da unschlüssig, wie gut der ist und so weiter. Ich bin mit dem, was ich jetzt getestet habe, mit den Stücken, die ich gedruckt habe, bin ich mehr als zufrieden. Er ist wirklich, wie gesagt, es ist ein sehr stabiles Metallgehäuse und ich habe jetzt bisher noch nichts Negatives dazu sagen können. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Advertise-Link, da verdiene ich ein bisschen Geld davon. Vielleicht irgendwann, vielleicht kriege ich da auch mal was von Gearbest oder kriege was Neues geschickt oder wie auch immer. Deswegen habe ich das Video auch jetzt schon hochgeladen, weil es irgendwie eine begrenzte Stückzahl von diesen Angebotsteilen ist. Ich glaube, 275 Euro kostet der aktuell bei Gearbest und es sind irgendwie noch, keine Ahnung, wie viel da. Also wenn ihr den kaufen wollt, Gearbest hat den für mich auch direkt aus Deutschland verschickt. Man muss sich also auch nicht mit dem Zoll und so dann rumärgern. Ich weiß aber nicht genau. Müsst ihr euch in der Artikelbeschreibung dann anschauen. Ja Leute, vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich ihn auseinanderschraube, dann haut's nochmal in die Kommentare rein. Dann riskiere ich's, dass ich ihn wahrscheinlich nochmal auseinanderschraube und in die Innenleben reingucke. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!